blue, 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 blue. Ihr macht das hier ziemlich unangenehm. Ach. Hey, wenigstens hat wer anders gerade auf Kirby gesessen. Ah, Blue, wie geht's dir nach dem ersten Tag Dokomi? Soll ich dich jetzt auch so interviewen oder? Nee, also kannst du tun, jetzt. Aber ich hab gerade gelesen, Chef ohne PB. Ich muss mehr auf die Lower Thirds achten. Ich habe nämlich schon gehört, dass ich heute Morgen ganz viele Mate-Jokes da drin hatte. Und ich habe die alle nicht mitbekommen. Ach, erster Tag Dokomi, frag das bitte nicht meinen Rücken. Der würde dir eine ganz grauenhafte Antwort geben. Ich bin auch irgendwie genervt. Was? Ich bin auch von meinem Rücken irgendwie genervt. Also, ja. Obwohl ich noch nicht wirklich... Wir sind alt. Doch noch viel jünger als ich. Lass das sein. Fanbi? Hat Schnupfen, Entschuldigung. Ah, ach so, okay, cool. Ja, nee, aber es war ein angenehmer Tag trotzdem. Ja. Von dem, was wir heute alles gezeigt haben, gesehen haben, gemacht haben. Ich habe mitbekommen, während ich mir meine Pause gerade eben gegönnt habe und in einem bestimmten Bereich war, habe ich mitbekommen, dass du 45 Minuten um die ganze Messe um diese Halle gelaufen bist. Eine halbe Stunde! Halbe Stunde, okay. Also 45. Auf jeden Fall, die zweite Runde war nochmal eine halbe Stunde. Ich will nochmal das Meme. Morgen mache ich das nochmal. Mich vor die Leinwand stellen, das war super lustig. Ich hoffe, dass. Warte, welche Kamera? Läuft die? Die mittlere. Ah, die mittlere läuft. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich hoffe, euch gefällt das, was wir mit den Hosts so ein bisschen machen, dass die ein bisschen rumlaufen können, dass wir hier ein bisschen offener unterwegs sind dieses Mal, dass du noch ein Licht ins Gesicht bekommst. Das ist richtig, für den Glanzeffekt. Ja, bitte. Oh mein Gott, bitte. Glänz. Doch, also ich als Host kann sagen, es macht auf jeden Fall Spaß, dich ausprobieren zu dürfen. Ne, Handhabung vom Tablet, manchmal. Ich habe jetzt dreimal nicht darauf geachtet, dass es dann doch grün geworden ist, weil ich dann doch so im Redefluss war. Ja. Aber man kommt auf jeden Fall rein. Und ich finde es cool, dass einem hier so als Helfer dann doch so vertraut wird, dass man das ausprobieren darf. Ja, also falls ihr in Zukunft Helferanmeldungen seht und ihr euch denkt, ihr wollt Zeug probieren, dürft ihr das gerne tun. Und ich glaube, das lohnt sich auch ganz toll, weil ihr lernt hier ein wirklich, wirklich sympathisches Team kennen, was euch weiterbringen möchte, aber auch das eigene Team zusammenschweißen möchte. Und ich finde, das ist eine ganz großartige Sache. Ich bin jetzt seit einem Jahr so irgendwie richtig so mit involviert als Helfer und das ist super. Also ich fühle mich hier richtig wohl. Das ist sehr, sehr, sehr lieb zu hören. Das ist wirklich lieb zu hören. Morgen werden wir aber alle auf Probe gestellt. Heute war Freitag, heute war noch ein bisschen angenehm, die Leute mussten teilweise noch arbeiten, es war noch nicht so viel los, das haben wir ja auch vor allem im Mitmachprogramm so ein bisschen bemerkt. Morgen hingegen wird Samstag. Samstag ist voll und Samstag ist ein volles Programm. Bist du? Also, wir haben ja heute sehr coole Runs gehabt. Ihr habt mitbekommen, wir mussten haben Yu-Gi-Oh! Verschoben. Das kommt wieder, keine Sorge, das werden wir auf Sonntag schieben. Das passt noch nicht im Schedule, wird heute Abend gemacht. Aber morgen. Wenn du das hier so anschaust, worauf freust du dich am meisten? Also ich freue mich richtig drauf, auf Tomb Raider Anniversary Speedrun Tricks lernen, weil ich finde es richtig cool, wenn Leute, die damit noch nicht so viel zu tun haben, das mal ausprobieren können und dann da vielleicht reinrutschen. Ansonsten habe ich richtig Bock auf Super Mario Bros. Wonder, weil Mario-Spiele im Run sind einfach immer cool. Und dann kommt halt direkt Mario Kart einfach mit dem Publikum. Also da geht es gar nicht so richtig ums Speedrun, sondern einfach ein bisschen Spaß miteinander und einfach hier ein bisschen miteinander freuen. Natürlich wird Bulls wieder mäßig gewinnen, aber... Ja, Mulp wird uns alle schlagen. Ja, wenn ihr morgen auf der Messe seid, was ich mal einfach von ausgehe, seid alle morgen auf der Messe. Kommt wieder vorbei. Wir haben zwei Mitmachprogramme. Einmal Tomb Raider Anniversary Tricks lernen. Ist auch nicht schwer. Heinki ist sehr gut da drin, das zu schaffen. Und Mario Kart 8 Deluxe, Publikum vs. Zuschauer. Ihr könnt also von hier aus Publikum vs. Zuschauer. Ich bin dumm, Publikum vs. Runner. Also von daher, ja. Vielleicht gibt Mulp auch den Controller mal ab. Also es gibt ein paar Controller mal bestimmt. Ja, stimmt, spielt man 1 gegen 1 oder? Das werden wir morgen herausfinden. 1 gegen 1. Vielleicht oh mein, spielen. Ich habe auch eine Switch dabei. Oh Gott, nein. das werdet ihr morgen sehen. Sonst, ja, wir haben morgen zu Beginn Floor mit Fire Emblem. Dann Frog Voice mit Neo White. Heinki mit Risk of Rain, dann Tomb Raider Anniversary, dann Smoothie mit Mario Bros. Wonder. Wonder. Da hab ich richtig das, Bock drauf. Das wird ganz cool. Mario Kart 8 mit Mulp zusammen, dann Varian Finn mit Blazing Star. Für die Leute, die sich an ZFM erinnern, das war den Typen, den ihr alle sehr lustig fandet, den lustigen Engländer. Ja, er war Engländer, oder? Ja, Brite, das ist ein großer Unterschied. Brite. Ich kann nicht mehr reden. Lass es. Und dann Travitox mit Super Metroid. Da habe ich auch Bock. Ein Klassiker. Morgen ist ein sehr, sehr gutes Programm. Also
Hey, muss ich dann Sonntag gar nicht wiederkommen, wenn morgen das gute Programm ist? Nein, wir haben auch Sonntag noch ein gutes Programm. Ja, wirklich. Schaut auf jeden Fall ins Schedule um. Es gibt auf jeden Fall Pokémon noch am Sonntag. Es gibt ganz, ganz viel zu sehen. Und auch Speedruns mit Developern. Ja, stimmt. Wir haben am Sonntagabend noch am Abschluss Grüni, der gerne einmal kurz hier reinwinken kann, wenn er will. Hi, Grüni. Grüni winkt uns zu, er will nicht in die Kamera. Grüni ist scheu. Grüni wird Markis Adventure spielen. Grüni, und wenn ja, ich stimmt. Das richtig erfahren habe, wird Zoroarts der Developer dabei sein. Ja, möchtest kurz was zu deinem letzten Punkt am Sonntag sagen? Also an beiden Runs werden beide Entwickler mit dabei sein und ja, die ja. sind dann da und kommentieren das Spiel, was ich runne. Das macht so viel weniger lustig, weil man das nicht gesehen hat. Ja, das macht so viel besser. Er war einfach nur so schwarzer Schein. Also ja, ihr habt sehr viel. Ich habe übrigens nochmal die Korrektur bekommen. Er ist Niederländer scheinbar. Oder Niederlande steht zumindest hier. Wie können wir denn zu fünf falsch liegen? Ist egal. Er ist eine Nationalität. Ich habe eine Sache bekommen. Nö, das lese ich nicht vor. Nein, ich habe die Info, wen wir gleich raiden. Magst du den da? Ja, er hat denselben Namen wie ich. Dein Warte, Vorname. Was? Der heißt auch Max? Heißt Max, ja. Oh, wow. Krass. Noch ja. ein Max. Noch ein Max. Oh, no. So viele Max, die ich mir merken muss. Ja, sonst. Nochmal die Erwähnung. Vielen Dank für die Spenden, die heute zusammenkamen. 236 Euro, das ist schon eine schöne Summe. Das ist eine Menge. Und alles geht ins Grüne. Und? Da steht United Kingdom. Ja, da steht United. Also wir haben nachgeguckt bei WoW. Allweltler. Ich werde hier abgelenkt. Auf jeden Fall grünes Band. Wir haben es heute ein paar Mal erwähnt, warum das wichtig ist. Lebewesen. Organismen wäre auch richtig, aber Lebewesen und Pflanzenarten, die dort heimisch sind und eine Heimat finden, das ist auch sehr, sehr wichtig für uns alle. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Weil wir leben davon, dass die Natur lebt. Und ja, wir leben alle hier auf diesem Planeten. Ja. Und wir sollten uns ein bisschen darum kümmern. Ne? Ja. Wenn wir da vielleicht den einen oder anderen Euro übrig haben, wäre genau. das bestimmt eine ganz große Hilfe. Und ihr habt das heute schon ganz großartig bewiesen. Durch euch können auch zum Beispiel Elefanten auf diesem Planeten weiterleben. Stimmt's, Pampi? Oder Katzen oder Pinguine. Ganz viele Tiere. Ja, Luchse zum Beispiel. Luchse, richtig. Die vor allem in diesem Gebiet ja. wieder heimisch geworden sind. Ja, sonst. Wenn ihr spendet, Incentives, alle spenden morgen. Beziehungsweise morgen die meisten. Morgen liegen die meisten Incentives, unter anderem auch noch das Namensincentive. Das könnt ihr auch morgen früh noch beeinflussen. Oder über die Nacht, wenn ihr euch überlegt zu spenden. So, jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Wir haben jetzt ja eigentlich noch 5 Minuten, bis die Dokumi schließt. Wir haben noch 5 Minütchen, bis hier Zapfen streichen. Warte, ich soll mal gucken. Hilft gerne, was er sagt. Was ja, ich helfe gerne. Bei mir auch was? Ja, bei dir stand, sagt, also war ein Fall zu was mir. Was er sagt, hilft gerne. Ja, ist richtig. Ich sage, dass die Leute mehr trinken sollen, weil es echt schlimm warm. Ja. Bitte, bitte kümmert euch um euren Flüssigkeitshaushalt. Ja, morgen wird es richtig warm nochmal. Habt auf jeden Fall morgen Trinken dabei. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, vielleicht ein bisschen luftige Klamotte. Lasst euch hier nicht andrehen von irgendwelchen Leuten. Nehmt nicht an, was ihr nicht kennt oder so. Außer die Gummibärchen an unserem Stand, genau, wenn ihr was genau, Gummibärchen an unserem Stand haben wir. Am meinen Nintendo-Stand kriegt ihr irgendwie Nintendo-Münzen, wenn ihr euren QR-Code zeigt. Die habe ich mir geholt heute. Die werde ich morgen nochmal machen. Wow. Für Funpi. Funpi hat auch einen Nintendo-Account. Ja, natürlich. Gut. Finde Trinken wichtig. Was steht da? Finde Trinken wichtig. Was? Verteiltet Gummibärchen. Verteilt Gummibärchen. Nein, verteiltet. Verteiltet, okay, verteiltet Gummibärchen. Was machen wir denn jetzt eigentlich nach der Dokumi? Was wir nach der Dokumi machen? Schlafen. Jetzt schon? Nein, also wenn das können wir schon erwähnen. Nach der Dokumi haben wir wieder den SGDQ-Stream. Also ihr habt, wenn ihr noch mehr Speedruns sehen wollt, nach der Dokumi noch mehr eine Woche. Aber darauf gehen wir morgen, glaube ich, ein. Ich meinte eigentlich, was machen wir gleich? Ach so, was so, machen wir jetzt, gleich? Wenn gleich ach jetzt so, ist. Ja, wir gehen jetzt noch mal ganz kurz ins Setup oder wir können eigentlich den Raid hier starten und einfach ein bisschen noch rumlallen. Ja. Dann können auch mal alle im Hintergrund winken oder wir haben noch mal dieses coole Schild. Ist es Wasu, der mir das gerade auch hinhält? Wir können alle gerne noch mal reinwinken, ja, wenn ihr genau. möchtet. Wir möchten so viele Hände sehen wie ja, möglich. Ja, kommt alle her, winkt noch mal schön. Das wir müssen wir raiden jetzt, noch, jetzt machen, noch zu Funk. Bis geradet wird. Es wäre genau. schön, wenn George auch winkt. Raided, komm, mal. Und Dragomir? Ja. Nein, raus da. Nein, Vasu, nicht mich verdecken. Winkt nochmal alle, bis wir den Raid genau, starten. Genau, jetzt winken wir einfach, bis geradet wird. Gehen wir rein? Ach so, soll ich reinzählen? Okay, warte, wir zählen wir gemeinsam.